Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge unseres neuen LS22-Projekts. In der letzten Folge habe ich ja kurz die Map vorgestellt und wie wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir jetzt gerade stehen. Und jetzt wollen wir natürlich das erste Geld nach Hause fahren. Wir haben nur einen Traktor, unseren guten 6300er John Deere. Den habe ich auch nicht ausgemacht, weil man dann immer nicht weiß, ob er dann wieder angeht. So. Wir fahren mal zu unserem Feld Nummer 1 und nehmen mit unseren Mähbalken bzw. unserem Mähwerk, das ist eigentlich ein Frontmähwerk, aber wir hoffen mal, dass es auch am Heck funktioniert. Und während ich rüberfahre, nutze ich die Chance gleich mal, das Feld 1 in den Autodrive-Kurs einzubinden. Hier mal ein kleines bisschen Punkte anzugleichen. So. So, das Feld Nummer 1 ist hier vorne. Dann fahren wir hier so bis hier. Dann soll das unser Feld Nummer 1 sein. Feld 01. Und wir fahren dann hier wieder zurück auf den Hauptkurs, auf die Straße. So. Wieder ausmachen. So, dann schauen wir mal. Das Feld ist erntereif, benötigt Kalk. Dafür müssten wir es aber. Ist jetzt eine gute Frage. Kann ich das dann einfach kalken? Ich glaube, das muss ich kalken, bevor ich es aussehe. Das können wir dann mal ausprobieren an einer kleinen Stelle. Aber mit dem bisschen Geld, was wir noch haben, sollten wir erstmal ein bisschen Einnahmen jetzt generieren. Und das machen wir natürlich mit dem Kursplay. Anzahl Vorgewende. Ja, machen wir mal drei Vorgewende, besser vier. Ja, und ihr seht das jetzt, was das für eine Riesenkarte ist. Ich kann hier nicht mal richtig sehen, wie unser Feld generiert ist. Das kann ich mir dann hier anzeigen lassen. Also wir machen hier Vorgewende und fahren danach dann sauber auf und ab. Und wir starten mit dem ersten Wegpunkt. Und los geht's. Ah ja, es scheint tatsächlich zu funktionieren, dass das Mähwerk auch als Heckmähwerk funktioniert. Und los geht's. Ja, ich würde ja sagen, das wird jetzt eine 21-minütige Folge, wie dieser Trecker dieses Feld mäht, aber das machen wir natürlich nicht. Sondern ich will ja viel auch mit Zeitraffern arbeiten, gerade wenn wir mit diesen großen Maschinen arbeiten. Deswegen habe ich diese Power Tools installiert. Und hier können wir dann in den Flugmodus gehen. So. Dann können wir das Ganze mal aus dieser Perspektive hier beobachten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Traktor mit dem Mähen fertig ist. Bis gleich. Thank you.
So, das wäre erledigt. Das Feld ist gemäht. Wir werden das nächste Mal auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Vorgewinde einstellen, weil er jedes Mal nochmal zurückfahren musste. Ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Platz zum Rangieren hat, dann braucht er das nicht. So, Motor geht an. Und ab zum Hof. Gut sieht's aus hier. Fahren wir mal selber. Und als nächstes holen wir uns jetzt den Wender. Können uns gleich mal die Preise auch angucken von Gras und Heu, ob sich dieser extra Arbeitsschritt lohnt. Aber Heu dürfte und sollte ein kleines bisschen mehr wert sein als das Gras. So, das ist der Schwaler, dann ist das hier der Wender. Und zurück zum Feld. Dann schauen wir uns gleich mal die Preise an. Dann wird man auch merken, der Autosave braucht einen ganz schönen Moment, um diese große Karte jedes Mal zu speichern. Das ist ein kleines bisschen nervig, ein kleines bisschen ein Nachteil. Aber ansonsten hat die Karte wirklich extrem viele Vorzüge. So, Kurs löschen. Neuen Kurs. Jetzt wird gespeichert. Also ich habe eigentlich keinen schlechten Rechner, aber das dauert auch hier auf der SSD dann doch ganz ordentlich lange. Alle Felder mit allen Erntegraden. So, wir haben gesagt 4. Machen wir mal 6. So, einmal schauen. Okay, er will da lang. So, erster Wegpunkt und los. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Verkaufspreise von Gras. Und vorbei. Wo ist Gras? Gras, 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 Gras. Hier. Gras. Also da können wir Maximalpreise von 88 Euro pro 1000 Liter erwarten und bei Heu immerhin von 111. Das sind dann ja, 15% mehr Ertrag für diesen einen Arbeitsschritt. Da wir im Moment nicht viel Wahl haben und das, was wir am meisten haben, ist Zeit und am wenigsten haben, ist Land und Maschinen. Sollten wir das auf jeden Fall mitnehmen. Wir sollten uns auch merken, dass es vielleicht jetzt keinen Sinn macht, das zu verkaufen, sondern dass wir bis zum Januar oder Februar warten, um unser Heu dann entsprechend zu verkaufen. Gut. Wir. Huch. Nee, das ist nicht den Flugmodus, machen wir mal aus und wir machen mal das HUD aus. Und dann machen wir einfach mal einen Zeitraffer aus dieser Perspektive. Also, bis später.
Arbeit erledigt. Das ganze Gras ist jetzt zu Heu getrocknet und jetzt müssen wir schauen, dass wir es möglichst sinnvoll aufschwaden. Müssen wir uns jetzt gleich mal mit unserem Einseitenschwader auseinandersetzen. Unser kleiner Trecker macht das ganz ordentlich, finde ich. Das etwas größere Vorgewende hat jetzt dazu geführt, dass er nicht mehr zurücksetzen muss. Das hat auf jeden Fall eine Menge Zeit gespart. Und jetzt werden wir gleich mal, meine Idee ist ohne Vorgewende schwaden, in der Hoffnung, dass er dann zwei Schwade zu einer zusammenführt, damit wir dann beim Pressen nicht so ganz so viel Meter machen müssen. Schauen wir mal, ob das aufgeht, was ich mir da gerade überlegt habe, oder ob das nicht funktioniert. Mir ist dann auch aufgefallen, dass wir noch einen Striegel kaufen müssen, um das Feld dann danach wieder vorzubereiten. Striegel hat da nämlich sehr positive Effekte, dass er nicht nur die Düngerstufe hinzufügt, sondern auch eine Wachstumsstufe hinzufügt. Dadurch spart man dann einen ganzen Monat Zeit. So, was ist hier los? Hä? So, ist irgendwie... Was ist hier los? Ach so. Ja. Kann natürlich einfach auch mal das HUD wieder einblenden. Dann hätte man wahrscheinlich den Hinweis auch bekommen, dass man ankoppeln kann. Gut. Also ich arbeite am liebsten eigentlich mit symmetrischen Schwadern, die dann den Schwad in die Mitte ziehen. Die größeren Schwader sind auch, meine ich, alle so aufgebaut, aber wir gucken uns jetzt mal an, wie das hier funktioniert. Also erstmal ausklappen. So, der müsste dann... Der schwadet dann also wahrscheinlich an die rechte Seite. Das heißt, wir werden... Speichern, selbstverständlich, und dann ohne Vorgewinde ist genug Platz eigentlich auf beiden Seiten vom Feld. Und die Hoffnung ist, dass er dann immer so fährt, dass er zwei Schwade zu einem zusammenfügt. Also kein Vorgewinde, generiere. Der erste wird natürlich jetzt genau verkehrt sein. Aber schauen wir mal. So, die erste Schwad geht also nach hier. Die nächste müsste dann nach innen gehen und dann ist die Frage, was mit der dritten passiert. Das ist genau die Frage. Die beiden sich dann zu einer Schwad auftürmen, dann würden wir beim Ballenpressen wahrscheinlich eine Menge Zeit sparen. Gucken wir uns mal an. 26 Kilometer. Sind wir schon gefahren bei 1,5 Stunden Arbeitszeit. Wahnsinn. Die ganzen Gerätschaften holen. Ordentlich Kilometer auf den kleinen Dränger gespult. So, hier ist auf jeden Fall genug Platz zum Wenden. Ja. Man kann es so machen, muss aber nicht. Wahrscheinlich einfach ein Stück nach vorne gefahren und hätte ordentlich gewendet. So, den drücken wir jetzt entsprechend auch wieder nach rechts und dann ist genau die Frage, was passiert auf der nächsten Bahn. Dann das wäre natürlich super praktisch. Ansonsten wäre der Schwader für mich eines der ersten Geräte, die wir austauschen, weil da tatsächlich eine Menge Zeit dann gespart werden kann. Ob man 30 oder 15 solcher Bahnen abfährt, nachher mit der Ballenpresse, das macht sich extrem bemerkbar. Und ich gehe stark davon aus, dass wir dieses Feld 1
also ich in dem Fall, bestimmt 10-mal bearbeiten müssen, bevor wir überhaupt an ein zweites Feld oder ähnliches denken können. Von daher muss man dann ganz genau schauen, welche Maschinen man dann austauscht, um vielleicht einfach 10-20% effektiver zu sein. So, gucken wir mal. Wenden in 7 Zügen. Ja. Könnte klappen. Müsste klappen. Jawohl. So, und jetzt macht er aus den beiden Schwartbahnen dann entsprechend eine. Ja, und hätten wir jetzt einen zweiten Trecker, dann könnte man einfach schon Ballen pressen, während der andere hier noch die Schwart aufschüttet. Aber haben wir nicht. Werden wir aber haben. Keine Sorge. Also ich kann aus Erfahrung sagen, im Moment werden wir noch viel mit Zeitraffer machen. Aber spätestens, wenn wir ein paar Maschinen haben, dann ist da nichts mehr mit Zeitraffer, weil dann werden wir so beschäftigt sein, die ganzen Maschinen im Automatisierungsmodus zu halten. Dann freuen wir uns, wenn wir da mal in den Zeitraffer kommen. Gut. Apropos Zeitraffer, im Moment können wir uns das noch gönnen. Also, bis gleich.